Willkommen zurück zu The Witcher 2. Beim letzten Mal ist das Spiel abgestürzt, während wir zu Philippa hingehen wollten. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt wieder abstürzt oder ob es jetzt sagt, jupp, ist okay. Schauen wir mal. Es macht wieder schwarzen Bildschirm. Ah, jetzt kriegen wir auch einen Ladebildschirm, okay. Aha. Fängt ja schon gut an. Ich habe versucht, Triss aufzuspüren. Ja, habe ich gesehen. Aber das Megaskop funktioniert in diesem Nebel nicht. Ich fand nur ein schwaches Signal. Irgendwo aus der Nähe. Sicher von der anderen Seite. Im Lager von Catwin? Du wirst nachsehen müssen. Immer mich auf dem Weg. Dieser Nebel wäre Selbstmord. Der Nebel ist voller Geister. Ich helfe dir. Ich kontrolliere ständig das Schlachtfeld und lenke dich in die richtige Richtung. Sobald du den Nebel betrittst, finde ich dich. Dann auf Wiedersehen. Wir haben immer noch kein Königsblut. Ich weiß. Hänselt. Wir brauchen sein Blut, nicht seinen Tod. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Ich bin kein Königsmörder. Gut, weiß Bescheid. Ja, also die ist ja, ich weiß auch nicht, aber die hat Spaß da, ihre Bedienstete auszupeitschen und dabei nur ein Handtuch zu tragen. Also das macht man dann halt so. Das muss man wahrscheinlich so machen, ich weiß auch nicht. Gut, also gehen wir jetzt auf die andere Seite des Geisternebels. Ich habe keine Ahnung, ob wir das irgendwie überleben werden, aber was soll's. Was muss, das muss, das kennen wir ja schon, ne? Muss auch jetzt auch wieder zugeben, es ist jetzt schon wieder ungelogen 3 Wochen her, dass ich jetzt gespielt habe. Und da hatte ich da auch schon wieder vergessen, dass halt das Spiel abgeschmiert ist und sowas. Aber an dem Tag, wo es halt abgeschmiert ist, dachte ich mir so, ach nee. Ich meine, wir hatten nichts an Speicherstand verloren. Aber ich dachte mir halt trotzdem so, ach nee. Weißt du, bin ich jetzt hier richtig? Jetzt geht das Karte gucken, wieder los hier. Wir müssen da hinten, ja doch, wir sind einigermaßen richtig. Okay. Und ja, dann kam halt noch so viel anderes dazwischen. Andere Projekte, die ich beenden musste und. Und ja, jetzt habe ich endlich wieder Zeit für The Witcher, worüber ich mich freue. Weil ich finde das Spiel nach wie vor sehr cool, auch wenn es hier jetzt gerade einen Hänger hat, warum auch immer, weil er jetzt irgendwas nachgeladen hat hier. Lade nach! Lade Spiel nach! Das ist keine Übung! Ich lade das Spiel nach! Gut, lassen wir es mal dabei. Und gehen jetzt Richtung Nebel. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir da sterben werden. Wir könnten ja mal speichern, wenn da vorne schon der Nebel auf uns wartet. Und dann mal gucken. Noch sieht alles okay aus. Wir sind im Nebel drin, yay! Yeah! Glaube ich. Ach, die schon wieder. Kommt sie wieder in ihrer Eulenform, ja? Damit wir nicht sehen, dass sie nichts anhat. Okay, verstehe. Gut, wir zücken auf jeden Fall unser Silberschwert. Moje! Das ist ja, glaube ich, gegen Geister eigentlich relativ gut. Hoffe ich. Okay. Und sie leitet mich jetzt hier durch, hoffe ich. Ach, jetzt kommen diese Geisterbinder-Erscheinungsdinger wieder. Er hier macht einen auf Batman und springt von Gegner zu Gegner. Natürlich super. Und die halten überhaupt nichts mehr aus. Aber normalerweise, wenn wir sonst gegen die kämpfen, da halten die ja, ich weiß nicht, 300.000 Millionen Hits aus. Wo ich mich jedes Mal frage, muss das sein? Geh weg, geh weg, geh weg! Dann kommt der Nullschaden. Im Vergleich dazu. So, warte mal. Komm mal ran auf den Meter oder so. Achso, jetzt ist der wieder da. Gut, dann lassen wir den Draugr da mal Daugr sein. Das kümmert den, glaube ich, relativ wenig, wenn wir zu weit gehen. Ja, okay. Umso besser. Muss ich jetzt hier durch? Das war das Falsche. Meine Zeichen funktionieren hier nicht. Habe ich so das Gefühl.
Macht hier keine Animation, kein gar nichts. Ach doch, jetzt macht er was, okay. Jetzt habe ich zwar alles verschwendet, aber hey, ich muss ja testen, ob das jetzt hier funktioniert. Nicht, dass es aus irgendeinem Grund dann einfach mal nicht funktionieren will, ne? Man kennt das ja. Hey, du Penner. Ja, dich meine ich. Du bist ein Penner. Du bist ein Penner. Du musst hier weg. Stunden später. Bams. Okay. Zack. Noch so eine Erscheinung. Zück dein Echtsilberschwert hier. Okay. Einer noch? Da. So. Mit oben. Hoffen wir mal, dass das... Wer? Ach du. Ja, der ist ja toll. Was? Bin ich jetzt tot? Nein. Okay. Ich darf nicht weitergehen. Wenn Detmold meine Anwesenheit spürt... Wie komme ich nach Vergen zurück? Ich warte in der Nähe. Beeil dich. Ja, super. Und ich muss jetzt wieder alles alleine machen. Lass mal den Mann machen, weißt du? Aber selbst schwingt sie die Peitsche, ey. Es ist doch nicht wahr. Oh, nun gut. Was muss? Wisst ihr ja, das muss. Befehle von Schilard Fitzösteren. Mal wegen... Wenn es dich glücklich macht. Ja, wie komme ich denn jetzt hier runter? Mache ich wahrscheinlich jetzt hier rum, ne? Sieht gut aus. Okay. So, holen wir uns mal Blut und die Triss. Irgendwie von irgendwoher. Er ist tot, Jim. Ah, nee. Was ist das? Eine Schachfigur? Eine hässliche Schachfigur, oder was? Ich hab's gewusst. Verdammt nochmal, ich wusste, dass du es bist. Als es im Nebel zu brodeln anfing, habe ich zu meinen Jungs gesagt, das ist Geralt von Riva, oder ich will nicht Vernon Rosch heißen. Ein Freund von dir? Ich habe ihn gerade gefunden. Er war schon tot. Sieht nach Kleidung aus Vergen aus. Er hätte es fast durch den Nebel geschafft. Was suchst du hier? Dasselbe wollte ich dich auch fragen. Saskia stirbt ohne meine Hilfe. Saskia ist vergiftet worden. Wir brauchen unbedingt eine Rose der Erinnerung, um sie zu retten. Darum bin ich gekommen. Saskia? Vergiftet? Die Hunde zerfleischen sich also gegenseitig, während der Bär schon am Zaun wartet. Nun ja, hier gibt es keine Rosen, Geralt. Sag die Wahrheit. Triss hat so eine Rose. Von mir. Du suchst immer noch nach deiner Zauberin? Wenn sie hier wäre, wüsste ich es. Philippa behauptet etwas anderes. Lügt nicht, Rosch. Oder hilf mir. Rosch, es ist wichtig. Nur du kannst mir helfen. Ach, ich werde mich gern für eine Gefälligkeit revanchieren. Moment mal, du hast mir ja gar keine erwiesen. Du hast deine Wahl schon getroffen. Bist einfach mit den Elfen auf und davon. Wes wäre bei diesem Hurensohn Loredo um ein Haar krepiert. Ich hab dir nichts versprochen. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich hab ihm nichts versprochen, das stimmt. Ich gehöre nicht zu deinen Leuten, Rosch. Ich habe dich nicht verraten. Ich habe nicht behauptet, dass du zu meinen Leuten gehörst. Aber du dachtest es. Du und deine Leute gegen den Rest der Welt. Wer nicht für dich ist, ist gegen dich. Foltest geht dich wohl auch nichts mehr an. Sein Mörder hat Triss entführt, weißt du das noch? Hilf mir, sie zu finden, und ich verspreche dir, ich halte mein Wort, das ich dir in Lavalettes Kerker gegeben habe. Möchte wissen, warum ich das tue. Wenn Triss tatsächlich im Lager ist, gibt es nur eine Möglichkeit. Ganz hinten am Ufer haben sich die Nilfgaarder eingerichtet. Da hat keiner Zutritt. Du kannst durch das Lager schleichen oder durch die Höhlen. Vergiss die Tore. Den Eingang zu den Höhlen findest du im Zelt der Markettenderinnen. Die Mädels dachten, so könnten sie zu den Rittern und Adligen gelangen. Aber leider sitzen Monster dazwischen. Hast du keine Lust auf Nutten und Monster, findest du östlich von hier einen Pfad zum Fluss. Du gelangst in die Nähe der Kantine. Und dann musst du dich durch das ganze Lager durchschleichen. Ich nehme lieber die Monster. Halt lieber dein Wort.
Gut. Also jetzt nach links lang ist das, ne? Hat er doch gesagt, oder? Ja. Also Höhle oder halt Fluss. Das ist halt so die Sache. Wir nehmen, glaube ich, die Höhle und die Nutten dazu. Weil schleichen kann ich ja so gut. Wissen wir ja. Das ist ja irgendwie, ich weiß auch nicht, ein Hobby. Ach, was willst du denn? Kommt hier so eine Modehaut an. Meint sie wäre cool. Ist sie aber gar nicht. So, dann mal gucken, wie ich jetzt da langkomme. Ich kenne mich ja in diesem Gebiet hier nicht aus, dadurch, dass es ja alles neu ist. Wir waren ja vorher immer in einem ganz anderen Gebiet. Also mache ich mir echt Sorgen, dass wir halt dann wieder Katzentränke brauchen, die ich nicht habe, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Och, jetzt lass das doch mal. Ich will auch hier die Leiche untersuchen. Nicht? Ach ja, weg. So. Jetzt ist aber gut, ne? Was, Leiche verbrennen? Ach, das war für eine Nebenquest. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Trotz 3 Wochen Pause, ich erinnere mich. So. Mal sehen, gleich kommt hier wahrscheinlich wieder so eine Modehaut oder sowas an. Hier komme ich nirgends durch. Hier komme ich wahrscheinlich nicht wirklich viel rauf. Was sagt denn jetzt mal die Karte? Das Kartengeguck ist schon wieder los. Die Karte sagt, ich muss da hinten hin. Die Frage ist, wie komme ich da hinten hin? Moita ist hier tatsächlich ums Eck und dann da hinten rum. Also hier so lang. Was ist das? Haus des Visionärs. Wer bist denn du? Na? Welche denn? Hä? Wie, welche denn? Ich suche nach Gegenständen, mit denen du den Fluch vom Schlachtfeld nehmen kannst. Ja. Eine Geisterschlacht hat dieses Tal heimgesucht. Was weißt du darüber? Es ist ein Ort des Grauens. Man kann noch immer den klirrenden Stahl und die Schreie der Sterbenden hören. Wenn du ihren Schmerz lindern willst, sollst du wissen, dass Sabrina dir wohlgesonnen ist. Ohne die Artefakte schaffe ich das nicht. Ich brauche aktive magische Überbrücker, zurückgelassen von denen, die in der Schlacht fehlen. Sie stehen für Glaube, Mut, Hass und Tod. Glaube? An was diese Soldaten auch immer geglaubt haben. Sie wurden betrogen. Mut, Hass, Tod. Davon gab es mehr als genug. Vor allem vom Tod. Doch ich erinnere mich an einen Ritter, der die Gefahr ignorierte und eine Handvoll Soldaten gegen die überwältigende Übermacht führte. Es war Seldkirk von Guleta, Demavens bester Mann. Als Vandergriffs Kohorte ihn vom Rest der Armee abgeschnitten hatte, stürzte er sich furchtlos auf den Besucher. Wenn du ein Symbol für Mut brauchst, dann finde seine Rüstung. Hatten wir nicht schon mal irgendwo ein Gespräch gehabt, wo wir die Rüstung finden werden? Ich habe keine Ahnung. Wer bist du eigentlich? Wer bist du? Wer wir sind, entscheiden unsere Nachfahren. Wenn sie betrachten, was wir zurücklassen. Okay, und was warst du damals? Und du? Wer warst du damals? Was spielt das für eine Rolle? Überlassen wir die Jugendsünden der Vergessenheit. Sieh die Kerzenflamme. Fühl sie, dann hörst du, was sie dir zu sagen hat. Ich kann sie nicht hören. Dann bist du noch nicht bereit. Aber die Zeit wird kommen, da du hören und verstehen wirst. Vertrau mir. Okay, und warum stellst du die Kerzen her? Wozu brauchst du so viele Kerzen? Warum machst du kein Lagerfeuer? Das ist Sabrinas Flamme. Ihr Licht schützt uns und lenkt all unsere Schritte. Hast du einen Transport mit Wachs überfallen? Die Kerzen stelle ich selbst her. Ich gebe sie jedem, der in der Flamme des Mutes Schutz sucht. Okay, und wo kommt das Wachs dazu her? Oder ist das vielleicht gar kein Wachs? Da will ich nicht wissen, was es genau ist.
Ja, schlaf einfach weiter. Eine gute Idee. So, wir gucken jetzt, ob wir jetzt hier irgendwo durchkommen. So wie ich das befürchte, sieht das aber doch eher irgendwie ein bisschen schlecht aus. Gehen wir hier am Strand entlang.